human shoes. Interesting. Interesting. But see you guys. That was disappointing. Heute werden wir über den tragischen Ausgang eines Mädchens sprechen, das mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren wollte, und über den unglaublichen Untersuchungsprozess. Außerdem werden wir Zeuge des Verschwindens eines Jungen bei einer Party an seiner Universität und des schrecklichen Ortes, an dem seine Leiche gefunden wurde. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Wir gehen nach Eindhoven, der fünftgrößten Stadt der Niederlande, mit einer Bevölkerung von 800.000 Menschen. Nicole van den Hoek wurde am 4. Juli 1980 in Urkelns, Deutschland, geboren. Nicole wurde als Ergebnis einer außerehelichen Beziehung geboren und von ihrer Mutter Angelika Tigmer aufgezogen. Ihr Vater würde einen Monat nach Nicoles Geburt auftauchen und sich herausstellen, dass er ein Mann aus demselben Dorf ist. Nicole konnte nie eine Vater-Tochter-Beziehung zu ihrem leiblichen Vater aufbauen, sie hatten nichts gemeinsam. Angelika begann später eine Beziehung mit dem niederländischen Musiker Adi van der Hoek und heiratete ihn 2 Jahre später. Sie änderten ihren Kurs und zogen mit ihrer Tochter nach Eindhoven, Niederlande, zu Adi. Adi hatte auch einen Sohn namens Andy aus seiner vorherigen Ehe und sie führten gemeinsam ein schönes Leben. Diese glückliche Ehe würde jedoch nicht lange halten, da Angelika aufgrund gesundheitlicher Probleme die Scheidung einreichte. Angelika zog sich häufig von ihrer Familie zurück, lehnte es ab, sie zu sehen, und litt unter Depressionen. Während des Scheidungsverfahrens behauptete Adi, dass Angelika keine geeignete Mutter sei, um ihre Tochter aufzuziehen. Und erhielt das volle Sorgerecht für Nicole. Er kümmerte sich sowohl um Andy als auch um Nicole, aber er war nicht immer bei ihnen. Aufgrund seiner musikalischen Verpflichtungen musste er häufig auf Tour gehen, und Andy und Nicole verbrachten die meiste Zeit zusammen. Adi begann bald darauf eine neue Beziehung und heiratete Yolanda, eine ebenfalls Musikerin. Da sie nun öfter auf Tour gingen, war klar, dass Nicole und Andy nicht ständig bei ihnen sein konnten. Daher wurden die beiden von ihrer Großmutter, die in Eindhoven lebt, aufgezogen. Leider reagierte Angelika nicht auf die Behandlungen und beging im Alter von 14 Jahren Suizid. Sowohl Adis als auch Angelikas Familie kümmerten sich intensiv um Nicole und waren immer an ihrer Seite. Denn sie würden es nicht zulassen, dass sie wie ihre Mutter außer Kontrolle gerät und in ein depressives Leben gerät. Nicole, die den Schmerz des Verlusts ihrer Mutter erlebt hat, entschied sich, sich selbst eine Beschäftigung zu suchen. Sie begann in einer Bäckerei in Wonstel zu arbeiten, um Trost zu finden. Ihre Familie und Freunde kannten Nicole als eine grundsätzlich gute Person, vertrauenswürdig und sehr verantwortungsbewusst. Am 6. Oktober 1995 verließ Nicole gegen 5 Uhr morgens das Haus ihrer Großmutter. Sie bevorzugte das Fahrrad für ihren Arbeitsweg und ihre tägliche Route war immer dieselbe. Nicole verpasste jedoch nie ihre Schicht, ohne vorherige Ankündigung. Als Nicole nicht zur Arbeit erschien, rief ihr Manager und der Besitzer der Bäckerei die Polizei an und meldeten ihr Verschwinden. Anschließend wurden ihre Großmutter und ihr Vater kontaktiert, aber sie hatten Nicole auch nicht gesehen. Sie gaben an, dass sie reibungslos am Morgen das Haus verlassen habe. Bevor offizielle Suchmaßnahmen eingeleitet wurden, wurde am selben Abend Nicoles Fahrrad am Ufer des Dommelflusses gefunden. Leider gab es keine Spur von Nicole oder ihren Habseligkeiten. Angesichts der erlittenen Schmerzen wurde vermutet, dass sie, wie andere Jugendliche in ihrem Alter, von zu Hause weggelaufen sei. Mit der Beteiligung von Nicoles Lieben und Fachleuten wurden umfangreiche Suchaktionen gestartet. Am 19. Oktober wurde dann Nicoles Rucksack in der Nähe des Eindhovener Kanals gefunden. Darüber hinaus erhielten die Ermittler weiterhin Hinweise aus etwa 300 Hinweisen.
Danach meldete sich am 24. Oktober 1995 ein Mann bei der Polizei und behauptete, die Identität des Mörders zu kennen. Jedoch wurde das Telefongespräch an einem Punkt abgebrochen und der Mann konnte nicht mehr erreicht werden. Die laufenden Ermittlungen steckten in einer Sackgasse und es gab viele Fragezeichen. Die Ermittler sprachen kontinuierlich mit Nicoles Freunden und ihrer Familie und sammelten alle möglichen Beweise, um den möglichen Mord aufzuklären. Nicoles Stiefmutter Yolanda behauptete, Kontakt mit Medien aufgenommen zu haben und sie habe ihnen einen Ort gezeigt. Es handelte sich um einen Bewässerungskanal und es wurden Suchaktionen im Kanal mit Hilfe von Rettungshunden durchgeführt. Jedoch wurde keine Spur von Nicole gefunden. Am 22. November 1995 trat die befürchtete Entdeckung ein und ein Mann meldete sich bei der Polizei. Ein Wanderer, der einen Wald entlang einer Straße zwischen zwei Städten passierte, fand menschliche Überreste. Die Polizisten, die früher oder später mit solch einer Nachricht gerechnet hatten, eilten sofort zum Tatort und sammelten die Überreste ein. Nach forensischen Untersuchungen wurde festgestellt, dass es sich bei diesen Überresten um die von Nicole van den Hoek handelte. Bei der Autopsie wurden zwei gebrochene Kiefer und Verletzungen an Kopf und Fingern festgestellt. Sie wurde vergewaltigt, erstochen und ihre Rippen waren gebrochen. Die genaue Todesursache wurde als innere Blutung aufgrund der erlittenen Schläge festgestellt. Leider konnte bei der Autopsie auch kein Beweis oder Hinweis gefunden werden, der bei der Identifizierung des Täters helfen würde. Nicoles Beerdigung fand am 28. November 1995 statt und ihre Lieben versammelten sich, um ihre letzte Ehre zu erweisen. Die Ermittler sprachen auch mit dem jungen Mann, der zu der Zeit ihr Freund war, als sie verschwand. Da er minderjährig war, wurden sein Name und sein Foto nie veröffentlicht. Es konnte kein Beweis für eine Verbindung zu dem Mord gefunden werden und er wurde schnell entlastet. Der Anruf einer unbekannten Person bei der Polizei wurde im Januar 1996 im nationalen Fernsehen ausgestrahlt. Doch die Bemühungen, den Anrufer zu verfolgen, führten leider zu keinem Ergebnis, es konnte keine Spur gefunden werden. Im Mai und Juni 1996 wurden sowohl Adi als auch Andi im Zusammenhang mit dem Mord an Nicole befragt. Dies verursachte einen Schock in der kleinen Stadt, als die Pfeile der Polizei auf den Stiefvater und den Stiefbruder zeigten. Sowohl Adi als auch Andi wurden stundenlang von den Detectives befragt. Doch als keine Beweise gefunden wurden, die sie mit dem Mord an Nicole in Verbindung brachten, wurden sie freigelassen. Der tragische Mordfall von Nicole geriet langsam in Vergessenheit und die Anzahl der ermittelnden Detectives wurde reduziert. Andys Leben, der sowohl seine Stiefmutter als auch seine Stiefschwester verloren hatte, wurde stark beeinflusst. Er entwickelte schnell psychische Probleme, kämpfte mit Depressionen und entwickelte psychische Störungen. Die Entwicklung, die den Verlauf dieses Falls beeinflussen würde, ereignete sich jedoch am 8. März 2011, 16 Jahre nach dem Mord. Andy teilte auf Facebook mit, dass er gestehen werde, seine Schwester heute getötet zu haben und dass er sich bald melden werde. Dieser Beitrag wurde schnell über 1000 Mal geteilt und geriet in den Fokus der Polizei. Die britische Polizei handelte und verhaftete Andy. Während seiner Haft dürfte er niemanden, auch nicht seine Familie, treffen. Es gab jedoch ein Problem, außer seinem Facebook-Geständnis hatte die Polizei keine weiteren Beweise. Die Polizisten glaubten, dass Andy die Wahrheit sagte und arbeiteten hart daran, den Mord aufzuklären. Seine Familie behauptete jedoch, dass er versuche, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie glaubten, dass Andy keinen Grund hatte, diesen Mord zu begehen. Obwohl Andy in Gewahrsam war, wurde er bald darauf freigelassen, trotz seiner Geständnisse. Andy sagte, dass sie nach all den Jahren ihre Aufmerksamkeit wieder auf Nicoles Fall richten müssten. Er änderte seine Aussage und gab den Detectives eine weitere schockierende Information. Es war ein Geheimnis, das ihn innerlich zerfraß, aber er wusste, wer Nicole getötet hatte. Es war sein Vater, Adi.
Er behauptete, dass sein Vater Nicole vergewaltigt habe, aber aus Angst vor einer Schwangerschaft sie bedroht und sie schließlich getötet habe. Diese Anschuldigungen schockierten die Polizei. Sie beschlossen, wieder an Nicoles Fall zu arbeiten, den sie zuvor vernachlässigt hatten. Am 9. September 2011 wurde Nicoles Leiche exhumiert, um weitere DNA-Tests durchzuführen. Sie wurde zur niederländischen Rechtsmedizin geschickt. Andys Geständnisse erhöhten den Druck und führten zu einer gründlicheren forensischen Untersuchung. Im Jahr 2012 nahmen sie Kontakt zu neuseeländischen forensischen Experten auf und baten um Hilfe bei den Analysen. Im Ergebnis wurden aus einer Spermaprobe drei verschiedene DNA-Profile erstellt und an die niederländischen Wissenschaftler geschickt. Es war nun die Aufgabe der niederländischen Ermittler, die Verdächtigen, einschließlich Adi und Andy, mit den Profilen zu vergleichen. Das erste Profil gehörte damals Nicoles Freund, was nicht als ungewöhnlich angesehen wurde. Das zweite Profil konnte nicht identifiziert werden. Einigen Quellen zufolge wurde ein Name genannt, der jedoch völlig irrelevant war. Das dritte Profil würde die Ermittler zu der Person führen, die sie suchten. Am 14. Januar 2014 gab es eine Übereinstimmung zwischen den am Tatort und auf der Leiche entdeckten DNA-Proben, wie die Polizei feststellte. Jos DGEA, ein 46-jähriger Mann, wurde verhaftet. DGEA war zuvor wegen drei Vergewaltigungsfällen verurteilt worden und hatte für einen davon 3 Jahre im Gefängnis verbracht. Er wurde zu einer obligatorischen Behandlung verurteilt. Es war bekannt, dass DGEA kurz vor Nicoles Verschwinden das Haus seiner Ex-Freundin verlassen hatte, nachdem es zu einem Streit gekommen war. Die Ermittler fügten die Puzzlestücke zusammen und glaubten, dass DGEA Nicole gesehen haben könnte, als sie zur Arbeit ging. Nach der Festnahme wurde deutlich, dass Andy tatsächlich ein sehr gefährliches Spiel gespielt hatte. Er gestand, dass sein Facebook-Geständnis und die Anschuldigungen gegen seinen Vater falsch waren. Er gab zu, dies getan zu haben, um die Untersuchung wieder aufzunehmen. Seit Nicoles Tod hatte er einen Plan entwickelt und wusste, dass der Leichnam für DNA-Tests exhumiert werden musste. Jahrelang hatte er sich an die Polizei gewandt und gesagt, dass sie die gesuchte DNA in Nicoles Leiche finden würden. Aber er wurde immer wieder ignoriert und abgewiesen. Seit dem Mord im Jahr 1995 hatte sich die DNA-Technologie weiterentwickelt und es war an der Zeit, Maßnahmen zu ergreifen. Andy begab sich auf die Suche nach Gerechtigkeit, selbst wenn es bedeutete, seinen eigenen Ruf zu zerstören, für seine geliebte Schwester. Er wusste, dass hinter den Bestimmungen zur Öffnung von Gräbern eine starre Bürokratie stand und er spielte ein Spiel mit dem Risiko. Die Menschen begannen ihn als Helden zu bezeichnen, weil er ein solches Risiko einging. Aber der Schock all dessen wurde nicht so leicht vergessen. Die Beziehung seines Vaters zu Andy geriet in eine noch größere Spannung, bis der Täter gefunden wurde. Der Fall von DG wurde erstmals im April 2014 vor Gericht verhandelt und seine Anwälte bestritten die Anschuldigungen. Sie bestanden darauf, dass eine der anderen DNA-Proben zum Täter gehören könnte. Sie behaupteten auch, dass Nicole und DGEA eine einvernehmliche sexuelle Beziehung gehabt haben könnten. Die Staatsanwaltschaft entschied jedoch aufgrund von Nicoles Beziehung zu ihrem Freund, dass es keine einvernehmliche Beziehung gegeben haben könnte. Aufgrund der Bemühungen der Verteidiger wurde kein sofortiges Urteil gefällt, sondern der Prozess immer wieder verschoben. In dieser Zeit wurden neue DNA-Analysen durchgeführt, um eine mildere Strafe für De Heer zu erreichen. Die Ergebnisse von 2 separaten DNA-Tests, die von verschiedenen Teams durchgeführt wurden, ergaben, dass DGEA der wahrscheinlichste Verdächtige war. De Heer wurde wegen Vergewaltigung und Mordes verurteilt und zu 12 Jahren Haft verurteilt. Sowohl Andy als auch Adi konnten nach der Identifizierung des Täters für Nicole erleichtert aufatmen und ihr Leben weiterführen. Aber es würde ein tragisches Ende im Mai 2022 geben. Andys Nachbarn begannen seine Abwesenheit zu spüren und baten die Polizei, eine Wohlfahrtskontrolle durchzuführen. Als sie an Andys Tür ankamen und keine Antwort erhielten, brachen sie die Tür auf und fanden Andy tot im Bett.
In der Nähe der Leiche befanden sich viele Alkoholflaschen und verschreibungspflichtige Medikamente. Eine große Menge Alkohol und Drogen führten zu einem Herzinfarkt. Die Inspektoren glaubten, dass Andy angesichts seiner geistigen Gesundheitsgeschichte dem Depression erliegen war. Bitte liken Sie dieses Video und teilen Sie Ihre Gedanken darüber in einem Kommentar. Wade Steffi am 10. Juni 1987 in Bloomington geboren. Er schloss erfolgreich die Bloomington High School im Jahr 2006 ab. Bei seiner Studienwahl entschied sich Wade für die renommierte Purdue University, wo er viele Auszeichnungen und Stipendien erhielt. Das Jahr 2007 markierte Wades erstes Jahr an der Universität und er plante, an einer Bruderschaftsparty mit seinen Freunden teilzunehmen. Bis etwa halb 10 Uhr abends hatten Wade und seine Freunde eine unbeschwerte Zeit und genossen das gemeinsame Feiern. Als sie sich darauf vorbereiteten, die Party zu verlassen und den Campus zu verlassen, zögerte Wade an einem Punkt. Er sagte einem seiner Freunde, dass er seine Jacke vergessen hatte und dass sie weitergehen und er sie später holen würde. 3 Tage nach der Party kehrte Wades Mitbewohner, der das Wochenende zu Hause verbracht hatte, zurück und bemerkte als erstes, dass Wade nicht da war. Er versuchte, Wade anzurufen und ihm eine Nachricht zu schicken, erhielt aber keine Antwort. Er sprach mit anderen Mitbewohnern und erfuhr, dass sie Wade seit dem letzten Freitag nicht mehr gesehen hatten. Daraufhin kontaktierte der Mitbewohner Wades Familie und fragte sie, ob sie wüssten, wo Wade sei. Die Familie hatte jedoch keine Ahnung und sie handelten sofort. Sie meldeten Wades Verschwinden der örtlichen Polizei. Die Polizei handelte sofort und begann die Ermittlungen, indem sie Wades Anrufverlauf überprüfte. Sie konnten feststellen, dass sein Handy immer noch auf dem Campus der Purdue University zu orten war. Mit Hunderten von Polizisten und Freiwilligen wurde eine groß angelegte Suchaktion auf dem gesamten Campus gestartet. Sogar der Reitclub der Universität durchkämmte mit ihren Pferden den nahegelegenen Wald. Die Suchen lieferten jedoch keine vielversprechenden Ergebnisse. Es fehlten konkrete Beweise und bereits 5 Tage waren seit seinem letzten Auftauchen vergangen. Einige Sicherheitsbeamte der Universität gaben an, dass er zurückgekommen sei, um seine Jacke zu holen. Sie hätten ihn jedoch nicht ins Gebäude gelassen, da dies die Sicherheit der Universität gefährden würde. Zu dieser Zeit war es verboten, einzutreten. Die führende Theorie war, dass Wade beim Verlassen des Campus von böswilligen Personen getötet wurde. Nach wochenlangen intensiven Suchaktionen fand man schließlich nur eines von Wades Schuhen. Der Schuh befand sich direkt vor einer Tür, die zu einem Wartungsraum führte. Sofort wurde der Wartungsraum durchsucht, aber es gab immer noch keine Spur von Wade. Etwa 2 Monate nach seiner Vermisstmeldung wurden die offiziellen Suchaktionen eingestellt. Einige Tage nach dem Ende der Suchaktionen hörte ein Mitarbeiter der Universität in einem Raum für Hochspannungsanlagen eine Geräuschkulisse. Er dachte, dass es eine Störung gab und dass er die Techniker informieren müsse, um die Störung zu beheben. Als er den Raum für elektrische Anlagen betrat, traf er jedoch mit Entsetzen auf Wade Steffis Leiche. Wades Leiche befand sich seit etwa 2 Monaten im Raum für elektrische Anlagen. Der Raum war von Hochspannungseinrichtungen umgeben und seine Tür war immer verschlossen. Nach den Ermittlungen der Detektive kehrte Wade zurück, um seine Jacke zu holen. Ihnen wurde jedoch der Zutritt verwehrt und er konnte das Gebäude nicht betreten. Er begann nach einer Tür zu suchen, die Zugang zu den Gebäuden bot. Schließlich fand er die Tür, hinter der sein Schuh war. Vorsichtshalber legte er seinen Schuh vor die Tür, falls sie sich schließen sollte und er nicht drin bleiben wollte. Dann begann er im stockdunklen Raum nach dem Lichtschalter zu suchen. An einem Punkt machte er den größten Fehler seines Lebens und berührte den gefährlichsten Punkt im Raum, wo das Kabel mit dem Transformator in Kontakt stand. In dem Moment, als er es berührte, wurde sein Körper mit einer Stromstärke zwischen 2000 und 4000 Volt pro Sekunde durchflutet. Er verlor sein Leben in derselben Minute. Jedoch blieb sein Fuß hängen und fiel hinter den Transformator.
Möglicherweise dauerte die elektrische Durchströmung seines Körpers in den folgenden 2 Monaten jede Sekunde an. Als Folge davon traten Whites Körperflüssigkeiten aus. Die große Frage war, warum er 2 Monate lang dort war und bis heute nicht gefunden wurde. Das Geräusch, das der Wartungsmitarbeiter hörte, wurde durch die Änderung der Richtung des in White gepumpten Stroms verursacht. Er begann von innen durch die Haut nach unten auf den Boden zu schlagen. Der Mitarbeiter hörte das Geräusch und kam zum Raum für elektrische Anlagen. Eine weitere große Frage war, warum sie ihn nicht entdeckt hatten, als sie am 20. Januar seinen Schuh fanden. Die Polizei fand den Schuh und betrat den Raum für elektrische Anlagen, aber sie betraten nicht durch die Tür, durch die White hineingegangen war. Sie betraten den Raum durch eine andere Tür und schauten nur hinein, ohne hineinzugehen. Aus ihrer Perspektive konnten sie White nicht sehen, denn für sie war es der letzte mögliche Ort. Die äußere Tür zum Raum für elektrische Anlagen hätte immer verschlossen sein müssen. Nach dem tragischen Tod von White akzeptierte die Verwaltung der Purdue-Universität die Zahlung einer Entschädigung von $500.000 an Wales Familie.